Nee, das ist eine Mine. Boot? Ja, wird wahrscheinlich leer sein, ne? Weiß ich nicht. Jetzt ziemlich nah an der Küste, also von eurer Seite. Das Herz? Nein, Boot. Boot. Ein Boot. Ein Boot. Da kann ich ja danach mal gucken, wenn hier kein Video ist. Was macht der Fritze da über uns? Will der mich verarschen? War der jetzt echt cool, ohne den wären wir schon ein paar Mal draufgegangen. Ja, ich weiß, aber der nervt mich so ein bisschen. Ja, das hat keine Windschutzscheibe mehr. Hey, die Windschutzscheibe ist wieder ganz. Ja, yeah. Dann verliert sie jetzt auch. Ja, aber ich weiß, wie gesagt, in Tscherno weiß ich, dass da auf jeden Fall Windschutzscheiben spawnen auf dem, in dem Industriekomplex da. Ja. Wir brauchen einen Heckmotor. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Das auf jeden Fall auch. Die findet man aber eher am Airfield, oder? Die findest du auch in diesem Industriekomplex. Ja, dann müssen wir gleich mal schön looten gehen in Tscherno. Oder wir finden einen Heli, dann wollen wir gar nichts machen. Ja, das wäre halt optimal. Ist okay, ich tag ein. Ist fast voll. Warte. Hier, wo der Große steht, ist schon mal nichts. Hier gibt's noch einen Born. Drin. Steig ein, Ellbogen aus dem Fenster. Danke. Wie ein Gangster. Ich bin kein Straßenjunge. Mach das Auto mit dem Hengst klar. Ja, ist so. Oh, Häuser, dicke Luft, ein paar Bäume. Menschen auf Drogen, hier platzen Träume. Okay, das ist scheiße. Okay. Das ist Sido. Ja, ja, ist klar. Das Fenster war echt gut aufwendig. Ne, ich war früher der ultra krasse Hip-Hop war einfach. Ja, ich auch. Ich hab's geliebt, Alter. Also jetzt nicht so eine Bushido-Kacke, aber Sido, Eminem auf jeden Fall. Ja, ne, Bushido fand ich auch eigentlich immer gut. Eminem? Eminem ist cool. Ja. Bin ich. Sind wir nicht an der Insel schon vorbei? Nee. Nee, nee. Ja, aber was soll die Tür ausmachen? Ich habe auch früher immer so riesige Hosen getragen, weiße Nike Air Force. Ja, ich auch. Gibt's noch irgendwo ein Bild im Klassenfoto? Da habe ich die sogar angesehen. So eine Sir Benny Miles Hose mit so einer Waschung drauf. Ja, Sir Benny Miles, Alter. Karl Kani und Sir Benny Miles waren immer die geilsten Marken. Da hatte ich mal eine Jacke. Ja, Sir Benny Miles auch ultra nice. Ultra nice. War doch immer ultra teuer. Mhm. Ist so, mein Kani-Sweatshirt hat irgendwie 100 Euro gekostet, aber ich habe das immer noch. Das ist 5, 6 Jahre alt und sieht einfach noch aus wie an dem Tag, als ich es gekauft habe. Das muss ich echt sagen. Warum fährst du rückwärts, Peter? Weil ich wissen will, ob der Typ uns folgt. Und macht er. Dem ist echt langweilig, ne? Ja, aber ist ja egal. Dann hallo. Schreib mal Driving. Ja, wie denn dann? Ja. Ist wohl besser mit dem Auto als nicht zu Fuß. Da ist doch die Insel. Ja. Ja, da bin ich. Ich bin gerade rum. Pass doch auf, Mann. Nichts passiert. Bleib doch einfach hier stehen, Mann. Peter, was machst du? Ich habe geparkt. Ja, mach den Motor aus. Fuck, hier ist ein Heli. Ja? Ja. Oh,
Nein. Jetzt kann ich den Motor nicht aussteigen. Ich kann nicht irgendwo aussteigen. Das beruhigt ja den Heli. Ah, scheiße. Da antworten wir jetzt besser nicht drauf, oder? Ich schreib gar nichts. Nee, schreib, das ist zu weit weg. Ja, schreib mal. Genau. Ja, der Heli Engine ist rot und er ist leer. Ich weiß nicht, ob ja, glaub, die Hauptengine läuft nicht mehr rot. Geht nicht? Nee, also er geht, gut, er geht nicht, weil er keinen Sprit hat. Und, wenn man nicht kann, aber keine Ahnung, was das mit dem Nützen. Also auf jeden Fall steht hier auch einer. Der Heckrotor, Filterkrumme Rotoren oder so. Ja, okay. Ja, ich hab den gerade gesagt, ob der dich von der Insel zu uns liften könnte, dass du auf der Insel bist. Dann musst du nicht schwimmen. Ja, nein. Was? Heißt das Galisti Island? Ja, ja. Ja, ich glaub schon. Sag mal, wo du bist, kurz. Ja, das ist schwer. Ja, oder mach eine Markierung. Den auf der Map. Tja, da hast du keinen Leuchtfackeln dabei, ne? Immer das gleiche. Hast du gemarkt schon? Nee, aber ich sehe ihn schon. Er kommt hier mir entgegen. Bleib ihn mal da in dem Haus, wo der kaputte Heli steht. Mach einfach eine Mark. Ja, der sieht die Marken. Mach einfach eine Mark. Nee, der sieht ja eben nicht die Marken. Ja, der ist schon hier, er sieht mich schon, der kommt schon runter. Warum bist du auch so blöd und schwimmst da rüber, weißt du? Dann kommst du nicht alleine zurück, ey. Immer muss der Papa dich runterkommen. Eigentlich müssen wir zum großen Airfield kommen. Oder? Boah, voll der Weg, Alter. Ich guck mal kurz. Achso! Der Flo hat mir einen neuen Map geschickt, da sind auch die Spawnpunkte von den Autos und so drauf. Ah. Ah ja, schick mir die mal direkt bei TS. Ja, Sekunde. Ich die mal direkt hier auf. Mein Fernseher. Hast du geschickt? Ja. Ah, da oben ist der Link ja schon. Die, der ja, erste Link. Okay, hab schon. So, erst mal ein bisschen reinzoomen hier. Da können nämlich einmal ein Flugzeug spawnen und einmal ein Hubschrauber, ja. Die Map ist auf jeden Fall tausendmal besser als unsere. Sag mir mal Dankeschön. Also, mitnehmen und so. Soll ich Fuck you schreiben? Bitch. Fuck you very much. Ich bin voll aggressive gegen den. Irgendwie geht der mir auf den Keks. Aber ich weiß, dass er hilfsbereit ist und alles kein Ding, aber irgendwie geht der mir auf den Sack. Ja, fahr mal das Auto wieder auf den. Das ist nicht. Das ist so Survival unter Obhut, weißt du? So. Ah! Wo habt ihr euch jetzt schon wieder rumgetrieben? Ist so, was macht ihr auch für Sachen? Ich ist jetzt so. Mal den Arsch hätten. Hinter uns ist ein Baum. Ich weiß, ich muss ja ein bisschen. Ja, ich kommt davon, wenn man so hässlich parkt, Peter. Ach. Wieder. Ist da, warte mal, bleib mal stehen. Oh. Was machst du? Entschuldigung, falsche Taste. Ich wollte die mittlere und hab aber die linke mitgenommen. Raustaste, den hat er umschubst. Zum Glück hast du ins hintere Teil des Wagens geschossen. Ja, das war kein kleiner. Du fährst doch in den Baum rum. So, wohin mit uns? Ja, nach Chernobyl. Ja. Achso, warte. Das ist raus, meine Ausrüstung, oder? Ah ja. There is a Heli. Was? Die Hubschrauber in der Nähe von Cherno. Von ja, dann fahr da hinten. Ja. Nee, lass dich doch erstmal liegen. Nee, fahr da hinten. Ich hab ja. Ah, krass, ich kann auch mit dem Joystick fahren, wie nice ist das denn? Das ist aber eine scheiß Steuerung. Ne, WASD ist besser. Ja, auf jeden Fall, man raus ist scheiße. Was? Neben dem Joystick, Alter. Achso. Auf dem mal noch ein Lenkrad, Rabbi.
Extra für Daisy, Junge. Ja, ist so. Aber ey, Heli fliegen mit dem Joystick ist so nice. Ja, das glaube ich. Als ich eben noch geflogen bin, das ist so fett. Du kannst mit dem Schubregler einfach Schub geben, da musst du nicht immer auf Q und Z drücken und einfach auf zwei Tasten Autohuber on und off drücken. Dann weiß man direkt, ob der andere aus ist. Straßensperre. Kann man rechts kommen, ja. Aber langsam hier fahren, langsam. Hier spawnen bestimmt wieder irgendwelche hässlichen Waschmaschinen, Alter. Was hast du gegen Waschmaschinen? Ja, weil die Waschmaschine das letzte Reifen zu wissen hat. Jetzt eine fiese Liebe. Oh, fährst du dagegen? Alter. Scheiße. Das war doch eine Straßensperre. Nicht gesehen. Die war ja, so unauffällig. Fahr langsamer, Mann. Wenn du hier die Städte fährst, fahr bitte langsam. Ich hab keinen Bock dahin zu laufen, Mann. Ja, Alter! Ich glaub, Philipp braucht einfach einen Panzer. Ja. Die Lenkung von diesen. Ja, das Ding ist, je langsamer die sind, desto schlechter wird die Lenkung. Philipp, hast du einen Führerschein? Ja. Wie hast du den bekommen? Schon seit drei Jahren. Ne, seit vier Jahren jetzt. Was? Wie hast du den bekommen? Hast du den bekommen? Nee, Panik. Ja, nicht in Armer. Fahr langsam! Ja, keine Panik. Ich muss. Wenn die langsam sind, die Dinger, dann lassen die sich nicht lenken. Ja, schnell kannst du auch nicht so gut lenken, wie es scheint. Da habe ich nicht mehr so viel Reaktionsvermögen, weißt du, aber. Wow! Alter, in meinem Zimmer über meinem Bildschirm, also so einen Meter über meinem Bildschirm, hängt einfach die Mörderschnakel, Alter. Krass, ja, reißt ja alle Beine aus. Nee, ich nehme mir jetzt einen Zeber und mach die einfach platt. Sie. Junge, die ist so riesig, jetzt ist sie weg. Ah, nee, da ist sie. Ja, fangen sie von der Wiese und bringen sie ins Naturkundemuseum. Oh, die ist so fett, Alter. Gibt's das, was hier Monsterschnakel? Vielleicht kriegst du was. Stirb! Pirsch! Ich tot! Ich tot, hast du getortet? 1 zu 0 für mich. Ist hast tot, du Schnakel getortet? Kennt ihr das Video mit dem Russen? Mit dem YouTube-Video, wo der so einen Baumstein schleudert? Ja, ja. Und sich selber wegkriegt? Und der, ja. Der Typ, der sagt, hey, he's dead! Was macht der Fanker? Was ist denn das? Klatscht er sich voll selber weg. Er kann den Hubschrauber nicht finden, scheiße. Also er sieht den nicht von oben, das ist schon mal ja. Scheiße. Eurer schlecht. Was? Es müsste oberhalb des Krankenhauses eigentlich sein. Das heißt, du brauchst eigentlich mit der Hauptstraße weiterfahren. Entweder steht er dann da oder nicht. Ja. Aber hier auf der Karte steht auch, dass oberhalb von Pegorotti einer spawnen kann. Ja. Und zwar beim Kokutoberg. Siehst du das? Sekunde, ich muss ja kurz ein bisschen Slalom fahren. Sogar zwei, Alter. Lass mal da gleich hinfahren. Alter, boah. Diese Lenkung, Junge. Boah, Glück gehabt. Ja, wir müssen jetzt die ganzen Spawnpunkte abfahren. Ja. Das ist alles nicht, wir brauchen auf jeden Fall nicht. Oder wir schießen den Ronk und nehmen uns ein. Ey, ich weiß nicht, wir haben hier Krieg hier, der schnell uns nur ab. Ich hab mir schon versucht, ihn zu erschießen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich weiß. Ja. Aber es war ganz gut, dass es nicht getan hat. Ja. Ich hab seine Frontscheibe kaputt gemacht im Heli. Ey, unsere Karre hinten, die Scheibe hat mich zerschossen, vorne die hat sie zerfahren. Ja. Sollte vielleicht auf der Straße fahren. Da sagt mir Benzinstand, Habi. Ach, und nicht mal das oberste Viertel leer. Ja, das ist gut. Ja, gar nichts. Der läuft doch mit Luft und Liebe. Hoffentlich. Ja. Der liegt auf jeden Fall ziemlich gut auf der Straße, weil nämlich die Hälfte von den Rädern schon fast im Boden versunken ist. Ja, ich sehe, der hat extrem fieses Kleinfahrwerk, ne? Ja.
Komm, den hat er aus, hat da Ponys reingehauen oder so. Ja. Vielleicht haben die Entwickler einfach gedacht, so würden die sich die Entwicklung für einen platten Reifen sparen, dass sie einfach tiefer legen. Dass es so aussieht, als ob der da ein Platz ist. Da ist ein Ural im Industrial Building. Aber. Ja, ja, das ist der, wo wir gecrashed. Ja. Der ist gecrashed, ne? Ja, da ist der Heli gecrashed. Der Ural ist okay. Aber der Ural, den sollten wir nicht nehmen, wenn wir jetzt weiter Strecken zurücklegen, weil der Jeep ist erstens hoffentlich spritsparender und zweitens viel wendiger. Richtig. Schneller. Ah, der Sven ruft mich bei Skype an. Vielleicht will er jetzt auch joinen. Warte mal gerade. Ja. Ja, was geht? Ne, ich hab das nicht gecheckt. Dingens, wir sind im TS. Ja? Ja, ich wusste ja nicht, ob du noch reinkommst ins Game, weil du am Lernen musstest, Peter. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, ja. Und du warst nicht online oder dachte ich, ja komm. Teufels 2011. 11, glaube ich, war es. Ja. Nee, zusammen. Das kann der sich da auch speichern, also das kannst du wissen, setzen. Ne? Bist du drin? Alles klar, bis gleich. Hallo. Was geht? Ja, Sven, wir haben ein Problem. Ja, und zwar? Du hängst jetzt da oben fest. Wo häng ich fest? Und wo bist du denn gespawnt? Stimmt. In Elektro. Ah ja, optimal. Ach krass, dann. Oder? Was ist los? Bin ich sogar gerade in Elektro? Wir sind in Cerno. Was ist passiert? Ja, der Heli ist kaputt. Wegen einem Bug. Ja. Ja, aber war nicht mein Schuld. Warte mal. Wo ist das Krankenhaus? Wenn die zurückfahren, ne? Der meinte, da könnte ein Heli sein, Hotel? In der Nähe vom Hotel, aber da ist keiner. Der weiß nicht, wo der hin ist. Fahr mal die Hauptstraße einfach weiter. Da bist du schon abgebogen zwischendurch? Nee, ne? Nee. Du fährst einfach weiter. Ich rauche jetzt erstmal ein, das Essen war so geil. Was hast du denn gegessen? Ah, fuck. Eine Gyros-Pizza, Peter. Deine bestellt? Natürlich, Junge. Ich hab nichts wirklich zu fressen mehr hier außer Toast und Käse. Und bei mir stellt sich wirklich Bock drauf. Ich werde morgen einkaufen. Aber es war knapp. Was war knapp? An dem Auto vorbei. Nö. Nö. Gerade kommt Machete im Fernsehen. Mhm. Hab ich schon nie geguckt. Der ist auch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Nicht? Also der ist halt witzig. Aber weißt du, was ein zweiter Teil ins Kino kommt? Ja. Kills mit Charlie Sheen. Nicht, ja, ja. Er ist wahrscheinlich hier. Ja, wir sind jetzt schon wieder aus dem Cerno raus, ne? Sehr schön. Robin. Was? Wir sind schon wieder aus dem Cerno raus. Ja, so soll ich doch weiterfahren. Wo soll ich denn fahren? Ja, ich gucke gerade nach dem nächsten Spawnpunkt. Aber ehrlich gesagt, ich sehe keinen auf der Map. Lass uns mal deinen Bruder abholen. Ist so. Und dann looten wir einfach in Cerno. Was hast du dir gemerkt, was der Heli da brauchte? Nee, ne? Rotor. Ja, Metall und Rotor. Rotoren, ja, dann müssen wir Rotorblätter suchen jetzt im Cerno. Ich glaube, wir brauchen den roten Kopf. Ich hab sowas noch nie repariert, ja. Ja, wollt ihr erstmal looten und ich hol deinen Bruder ab und dann bringe ich den hier hin? Nee, wir looten zusammen. Weil wir haben jetzt keinen Heli mit Spawnschutz. Müssen nur aufpassen. Ah, Clean Mountain, no fuel. Wo ist Clean Mountain? Halt, guck mal. Halt mal cool. Da, wir nehmen die Hand auf. Wo? Clean Mountain, wo ist denn das?
Ach, dieser große, ja, da spawnen drei, glaube ich sogar. Wo denn? Wo ist denn das? Krypto ist das oder nicht? Frag ihn mal, wo das ist. Weil ich der hat grad... gemarkt, warte, müssen wir jetzt nur den Mark suchen. Ich suche rechts von der Map. Ach, ja, ich hab's da. Das ist Versteck hier. Boah, das ist ja ganz im Norden, Alter. Das ist ja, da, wo das Versteck ist. Nee, das ist da nicht. Doch! Viel, nein, unser Versteck ist viel weiter oben, Mann. Ja, ein bisschen aber weiter oben. Dann hol ich jetzt den. Ja, holen wir den Sven ab, fahren da hoch, gehen zwischendurch noch tanken. Ich warte mal kurz, ich guck mal kurz, ob meine Jerrycam voll ist. Fahr einfach jetzt den Sven abholen. Wir holen den Sven ab, fahren in unser in Lager, holen die Jerrycans. Genau. Ganz weg umsonst gefahren. Okay, Sven, dann bring ich mal in Sicherheit und komm mal am besten uns entgegen auf der Hauptstraße. Ja, ist ja egal, wir kommen ja so oder so an Elektro vorbei. Du bist doch in Elektro, oder nicht? Ja, aber ihr kommt von Tscherno, war die Frage. Ja, genau. Die Hauptstraße, okay. Mhm. Gut. Dann muss aber rechts am Meer entlang. Der erste Abzweigung, die nach unten geht, okay? Ach, chill doch einfach. Ja, ich kann auch einfach aus. Ist so, geh einfach aus der Hauptstraße entlang. Dann kommst du uns quasi entgegen. Sind jetzt gerade auch gleich aus. Wir sind jetzt aus Tscherno quasi raus. Sind irgendwie gerade eh keine Zombies. Ah, hier ist ein Haus, da kann ich mal reingehen, mal looten. Gibt's noch was? Da ist euer alter Humvee. Wer hat den denn kaputt gefahren? Ich weiß nicht. Philipp, hast du den gerade gefahren? Ja, ne? Nein. Ich habe noch nie irgendwas kaputt gemacht. Nein. Ich erschieße nur den Flo. Und ich habe einen Revolver gefunden. Ja, krass. Geil. Die Geistertruppe von mir war auch hier im Auto noch eine M4, ne? Ah, du hast ja selber eine M4. Ja. Stimmt, ja. Die Geistertruppe war was? Auf dem Airfield. Ja, habe ich alles auf Video. Und 20 Meter weiter, krach. Ja, und ich wundere mich. Das habe ich auf Video. Weißt du? Berezino, was ist denn Berezino? Ein Minibird, aber den können wir nicht benutzen. Cool. Warum nicht? Weil wir zu viele Leute sind. Ja. Es gibt aber auch Minibird, da können mehrere Leute drauf, ne? Der Minibird ist das, ist das der, nee, wo wir jetzt, den wir holen wollen. Oder was? Nee, wir holen den anderen. Ja, klar, und danach fliegen wir dahin und den Minibird. Wo hat der geschrieben? In Berenzino. Berenzino. Wo ist das? Das ist die Dorf. Ah, ich hab's. Nee, da, das sind da diese. Jetzt holen wir jetzt mal den einen Heli, das ist schon. Aber das wäre halt cool, dass wir wieder zwei Heli fahren. Ah, er hat doch die Karte markiert hier. Dann wo bist du? Wir kommen jetzt gerade auf Elektro zu. Doch, gerade Richtung Hauptstraße, aber eher seitlich. Also vor Elektro ein Stück. Ja, du müsstest uns ja eh hören dann irgendwann, ne? Was sagt der Tank? Frag ihn mal bitte, ob der Minibird voll getankt ist. Also ob der Start klar ist. Weil der liegt nämlich das nicht auf dem Weg hier hoch vom Camp. Von hier. Wo? Ja, da ist hier. Er doch. Rechts von uns. Okay. Nice. Peter, du fährst bei mir die ganze Zeit durchs Haus. Ja, bei mir auch. Alles leck, Alter. Was war durchs Haus gefahren, Alter. Ihr müsst euch das Video angucken, wo der Helikopter bei mir 10 Minuten lang im Pfahl drin hängt.
Hast du ein Video eigentlich 6 hochgeladen? Ja, jetzt auch 7, 8, 9, 10. Cool. Nice, dann können wir nachher noch schön gucken. Also ich werde auf jeden Fall gucken, ich habe ja morgen. Ja, ich werde auch noch eins gucken. Babi, ja, auf welchem Video bin ich dabei? Boah, spät erst. Ja, ne? Ja, ich wenn glaub, ihr erst auch geht, ab 10 oder 11. Morgen 8 geht der Lehrer bei mir hoch. Oh, ich bin so glücklich, dass ich noch mehr Tage frei habe, Alter. Das ist einfach so Porno, Mann. Ich hab den Ravi auch direkt danach angerufen. Den Philipp angerufen. Der meinte so, ey Philipp, ich hab frei. Philipp, hast du eigentlich deinen Dad gefragt, ob du Urlaub kriegst? Ja, ich muss morgen erstmal arbeiten kommen, weil er nicht genau weiß, was ansteht. Und dann vielleicht kriege ich es übermorgen frei. Ja, dann vielleicht können wir das mit unserer kurzfristigen Zocker-WG ja doch in die Wege leiten. Ja. Das heißt? Ja, eventuell ziehe ich dann für 3 Tage zum Ravi und wir zocken nur Daisy. Cool. Ja. Ja, also was heißt, ich ziehe zum Ravi, ich nehme halt meinen Rechner und alles. Fuck. Dann kaufen wir uns dick Pizza für eine Woche? Ja. Nur ja, Pizza. Ja, hallo? Ja, nee, lieber nicht. Auch wenn da 3 Stück in einer Packung sind, aber... Die sind nicht so lecker. Die sind ekelhaft. Das ist so schlimm, ich muss jetzt wieder 4 Wochen lang Schulgang. Ja, also ich, also wenn... Also hast du auch Blockunterricht, sowas? Ah nee, du bist ja fertig, ne? Stimmt, ja, Hast du denn dann noch Praxis jetzt, ja, ne? Ja, du bist irgendwie leise, ne, oder? Kommt mir das mal so vor. Ja, ja. Also ich frage ja öfters mal was, aber das liegt vielleicht auch an den Effekten. Ich habe die zwar schon fast ganz runtergestellt, aber... Ich finde, mir ist leise. Aber ich habe eigentlich Output voll rauf, also... Ja, keine Ahnung, ja, vielleicht liegt das einfach schon, nur bei... liegt in dem Auto, glaube ich. Ja, Ausdruck wahrscheinlich schon abgefallen hier. Oh, jetzt wird's tricky. Ja, jetzt. Ja, ich würde... Nee, geht nicht. Alter! Klar. Man kann durch die Zäune... Ja, ach, ich wollte schon sagen. Ich nicht, sorry. Ah, warte. Geht vor Anlauf. Ja, ich fahre hier andersrum, warte. Ich fühle mich wie eine Frau beim Einparken. Beobachtet von 3 Kerlen. Ja, wenn man so in der Innenansicht sieht, schon lustig aus. So. Sven, du hast gar keine Sonnenbrille mehr an bei mir. Ich? Nee, bei dir bewegen sich gerade die Augen nach unten. Wie hässlich das aussieht, Alter. Jetzt sind die Augen ganz weg, jetzt sind sie weg. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt wird die ganze Zeit nach rechts gerade. Wollte der Ort mit dem Minibird checken? Ja, das machen wir gleich, oder? Ja, du hast ihn doch gefragt. Der will sich echt seine Sonnenbrille weg. Scheint aus der Luft aus. Ah ja, der hat ihn markiert, ne? Ja, ja. Ja, wohin fahren wir jetzt? Ja, zu dem Minibird, checken den ab. Vielleicht fliegt er ja. Dann hat sich ja im Prinzip schon alles erledigt. Ja, den checken wir zuerst, ne? Machen wir irgendwann Stopp oder wie läuft das? Fahren wir durch. Ne, wir fahren durch, oder? Das hätte sein können, dass wir in Solnichima stehen bleiben und schauen, was los. Machen wir eine kurze Punkt für den Minibird. Nein, das machen wir nicht. Naja, passiert denn auf irgendeinem was hier? Ah, ein Hase. Was sagt der Benzingestand, Fabi? Ja, fast noch mehr als die Hälfte. Geht doch nicht schnell her, oder? Ja, im Auto schneller als im Heli natürlich. Das muss man immer mal im Auge behalten. Weil wir sind ja an der Tanke gerade vorbeigefahren. Ja, wir haben noch. Ja, da kommt aber später noch eine Tanke. Wir können auch nachher beim Airfield vorbeifahren, das ist ja nicht. Wenn du siehst auch die Tiger. Ja, so ein bisschen, ne? Jetzt bist du auch wieder gerade, deine Augen sehe ich wieder. Okay, mir geht's gut, danke. Wieso bleibst du so stehen? Ich will mir diese krasse Telefonnummer angucken, die ist ja mal ultra lang. Ultra lang, ne? Hab ich ja gesagt. Du Scheiße. Müssen wir anrufen. Vielleicht ist es auch mein Internet. Ja, cool, ich kann ja sogar sehen, wie der Benzinstand ist hier im Auto. Cool. Okay, aber wir haben ja keine Faxen. Sie schwer, wir landen gleich. Oh! Ich komm ein Bug und du hast einen Crash, Alter. Das ist. Nein! Ich
Hier auf dem Spiel, in dem Spiel gibt es keine Bugs. Ich konnte ihn gleich einfach ins Gelegt. Bist du denn, hast du nie gehört, dass DayZ Bugs da ist? Ja, echt? Ist ja, hier gibt es keine Bugs. Gibt kein Spiel, was weniger Bugs hat als komm mal runter, Junge. Übrigens sehe ich gerade, dass nördlich von Kamishovo auch einer spawnen kann. Aber da sind wir jetzt wieder vorbei. Alter, wie lange das noch dauert, ne, bis wir da oben sind? Wo fährst du eigentlich hin? Ja, frag mich auch mal. Ist das nicht kürzer? Nein! Nee, oh! Oh! Einfach die Hauptstraße entlang. Da hinten ist voll die Sackgasse. Okay. Ich dachte, das wäre vielleicht kürzer, aber egal. Das war mal ein Schild. Da wir ja noch einen Moment fahren, mute ich euch mal und gucken wir mal gerade, ob es üblich ist, nur 6 oder so. Alles klar. Achso, sagt ihr mal, dass er erst ab 8, dass er erst die 8. Folge mit ihm vorhat. Ja, es ist zu spät. Das hat er uns schon gemutet. Ja, ist nicht schön. Weiter bei Instinct. Ich fahre mit meinen drei besten Freunden zum Grillen. Heute grillen wir Würstchen. Heute grillen wir Zombies. Wir fahren noch so ewig lange, ne? Mein allerbester Freund Dennis hat gesagt, dass wir da drüben zelten können. Da müssen wir die Kaninchen sein. Ich habe aber vergessen, mir meinen Schlafanzug einzupacken. Das stimmt. Kannst dich an uns prüfen. Das ist ein Feriencamp, bleibt ein Feriencamp. Wow! Ah! Schüttelfrost, Junge. Wow, guck mal, wie ich mich schütteln muss, ey. Nicht, ey, deine Zeit soll es nicht lachen, Alter. Schon vergessen? Naja, stimmt. Ja. Der Verbot ist ja eine Zombie-Apokalypse. Witzig zu lachen. Zombie-Kalypse, no. Wir werden jetzt nochmal gleich aussehen, ne? Alter, ruhig mal an, dann können wir ein bisschen filmen hier. Ja. Die sehen halt alle gleich aus, ne? Was denn? Ja. Was sieht alles gleich aus? Jeder ist schon. Ach, hier sieht alles gleich aus. Ja. Ist auch Russland, ne? Die hatten nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ich bin voll anders hier, wenn ich schwarz bin. Können wir jetzt nicht hier schon rechts? Nee, einfach geradeaus. Weil ist nämlich nur noch ein Kilometer. Du kannst, warte. Nee. Ja, nett. Ja, aber ich weiß nicht, ob du nicht sogar gleich Querfeld ein einfach fahren kannst. Ja, pass auf, du fährst die nächste Straße. So, ja, nee, fahr hier einfach Querfeld ein, einfach links. Fahr hier über die Schienen, vorsichtig bitte drüber, vorsichtig langsam rüberfahren. Langsam! Jetzt gehen die Räder kaputt. So blöd, ne? Aber du wolltest es jetzt unbedingt testen, ne? Ja. Das muss man nicht machen. Wenn wir jetzt gestrandet werden, hätte ich dich echt geköpft. Ich hab's schon mal gemacht, es geht nicht kaputt. Wir haben hier einen Jeep, Junge. Ein Jeep. J-E-E-P. Mit einem Humvee an der Waschmaschine gescheitert. Also, ich traue dir nichts über den Weg. Oh, meint ihr, auf dem Hochstand könnte was sein? Ja, nein. Da wird was sein. Da sind ein paar Loops auf jeden Fall. Bleib mal stehen, dann schaue ich mal kurz nach. Wie das wird. Tschö. Ja, ich schon mal, ich komme hinterher. Nee, bleib aber stehen. Ja. Bleib mal stehen, ich versuche was zu gucken, Mann. Ob ich den Heli sehe, da ist er, ich sehe ihn schon. Ja? Ja. Auf der Map oder was? Ne, ich sehe ihn hier vor uns, rechts, halb rechts. Also wenn du gerade aufs Auto guckst, also wenn du das Auto ganz gerade eingestellt hast, ganz rechts.
Dann steigst du jetzt ein oder läufst du? Ich laufe. Ja, dann fahr. Lass den Peter laufen. Dann hau auf. Ich hab daneben geschossen. Da siehst du ihn rechts, Rabi, rechts. Nice. Warte mal, bleib mal hier stehen gerade. Bleib hier stehen, bleib hier stehen. In den Auto oh. Zombies. Das Auto wird gelockt Zombies an. Was hier? Aber tatsächlich einer, den man nur zu zweit fliegen kann, ne? Das ist ein Minibird. Es muss sowieso jemand das Auto zurücksammeln. Nee! Ja, voll! Der kann man tatsächlich mit mehreren drauf, kann das sein? Da kommt ein Zombie zum Auto. Jemand muss das Auto wegfahren, Leute, sonst ich flieg den Hubschrauber schon mal zum Spawn. Nee, bleib mal kurz stehen, bitte. Ja, ihr müsst euch beeilen, da kommt Zombie. Ja. Ja, ich bin am Auto. Steig ein. Gut. Ja, wie machen wir das jetzt? Soll ich einsteigen? Ja, wir fahren jetzt erstmal das Auto zum Spawn. Dennis, du fährst das Auto zum Spawn oder was? Wohin? Zum Lager. Spawn, zu unserem Lager, ja. Alles klar? Ja. Ich muss mir mal kurz eine Marke setzen. Ja, ich mir auch. Wir müssen dahin. Kommt ein Zombie jetzt raus zugerannt, Dennis? Mhm. Ich bin schon wieder weg. Lässt sich echt seltsam steuern, der Hillbird. Ja, ist ein bisschen wirklicher, ne? Ja. Ja, denn das brauchst du ja noch der verliert vollständig den Auftrieb. Haben wir noch was? Ein Auto am Spawn? Nee, ja doch, doch den Ural. Halt. Ja, nee, die Frage ist, wie kommen wir wieder zurück in die Stadt? Ja, mit dem Hubschrauber. Okay, ja. Ja, mit dem Hubschrauber können wir ja erstmal. Nee, ja, wir suchen jetzt. Rabi, mach mal einen Umweg über den Airstrip gleich. Vielleicht steht da noch einer. Über den Strip? Airstrip. Der kommt. Der ist ein Stück links von uns. Einfach nur kurz rüberfliegen. Sehen wir es ja. Ja, und flieg mal über den anderen Spawn, den der da geschickt hat. Und weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Doch, dann lohnt mich mal zu dem Punkt, wo der Heli ist. Da oben auf dem Berg. Mhm. Was ist mit dem Minibird? Haben wir. Ja, den haben wir. Ich fahr grad mit dem Auto. Minibird ist voll. Sehr, sehr gut. Ist ja auch ganz, ja, ne? Ja, ganz und voll. Sehr geil, ist er. Hier oben auf dem Berg, meinst du? Mhm. Hat der geschrieben zumindest. Ja, guck mal auf die Karte. Da hat doch nichts gesetzt. Ja, ja. Da rechts. Das ist ein großer. Größerer. Ja, zwei Stück stehen hier. Sache. Ja, vielleicht, ey Dennis, vielleicht fährst du auch hoch auf den Berg, dann kann, ja, warte. Du sagst schon den anderen. Ja, wir können ja nochmal hier hinfliegen. Ich muss erstmal aus der Stadt hier raus. Gibt bestimmt was zu looten, ja. Ich muss erstmal aus der Stadt hier raus, sonst kann ich mir keinen Marktpunkt setzen. Ach, einfach Zombies. Ach, der eine startet gerade, ne? Ach, das ist der andere. Das ist hier der. Der Ronk? Ja, der Ronk ist hier. Wer ist dort? Welcher Spieler? Das ist der Freund, der ist der Spieler. Voll aus den Arten gerettet hat. Zum Beispiel, wie geht das mit der Einzelne? Mit der verpackten Leiter, ey. Ganz runter. Ja, warte, ich will noch ein bisschen näher ran. Wahrscheinlich gerade irgendwie ein bisschen verfahren. Gucken, ob da Sprit drin ist. Wo willst du hin, Dennis? Auf dem Berg, wo er den Heli-Point markiert hat? Nee, ich bin gerade auf dem Weg zu unserem Lager eigentlich. Oh. Ja, du musst die Straße ein bisschen zurückfahren. Ja, ja, und dann die nächste rechts. Ja, genau. Pass auf, da kommt jemand angelaufen. Wer ist das? Ist das der Ronk? Ja, das kann nur wieder heißt. Das ist der einzige auf dem Server außer uns. Ja, gut. Nee, Coyote heißt er. Achso, Coyote haben wir nicht. Dom Silver ist noch da, aber der ist auch okay. Das bin ich. Das ist doch bestimmt du, ja. Guck mal, ob der Heli voll ist. Steig mal ein. Ja, ja, ich schau mal grad hier, was in den Autos drin ist. Was denn? Angst, aber Angst. Kannst du den Motor ruhig ausmachen, genau. Ja, wir haben voll, ich hab volles Benzin.
Muss man bitte gucken, ob der voll ist, weil ich will, ansonsten kann ich schon zurückfliegen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon. Zum Airspawn und gucken, ob da noch ein Heli ist. Zum Airstrip. Ich hab mal kurz den Airstrip markiert. Hier ist leer. Ist leer?